Moin, ihr Lieben. Ich habe jetzt auch die dritte ganz neue Sorte von Katjes ergattern können. Katjes Wunderland. Sauer. Ohne tierische Gelatine. Vegetarisch. Auf die bin ich schon ganz besonders gespannt, weil ich ganz gerne saures Weingummi esse. Und hier ist der Name Programm. Magisch leckere saure Fruchtgummiwunder in 5 Farben und Geschmacksrichtungen. Johannisbeere, Pfirsich, Himbeere, Limette und Blutorange. Oh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Okay. Wunder gibt es immer wieder und Träume werden wahr. Auch auf ein süßer Spruch hier. Tada! Du hältst viele kleine Wunder in der Hand. Glitzernde Einhörner, bezaubernde Feen und bunte Regenbögen und Regenbogen, an deren Enden du unsere Herzen findest. Oh, das ist ja wieder was für mich. Natürlich vegetarisch, ohne tierische Gelatine. Hier haben wir eine Füllmenge von 200 Gramm. Für die Tüte, die habe ich bei Edeka endlich erhaschen können. Es war wirklich nicht so ganz einfach. Habe ich jetzt 59 Cent bezahlt und ich würde sagen, wir machen die jetzt mal auf. Bin schon mega gespannt. Ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie so die Verhältnisse sind der verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier sieht man zum Beispiel, ist jetzt dieses dunkle Rot von der Anzahl her auf jeden Fall am meisten vorhanden. Hier von den Orangenen haben wir nur 3 Stück und die anderen gleichen sich so von der Menge her so relativ an. Das ist so ungefähr gleich gehalten. Also wir haben hier einmal sehr viele und einmal recht wenig. Und dann wollen wir mal gucken, welche Geschmäcker uns hier erwarten. Das ist wohl einer der Regenbögen, an deren Ende euch unsere Herzen erwarten. Aha, wie süß. Genau, aber wir fangen erstmal mit dem an. Von der Konsistenz her ist weiches Fruchtgummi. Das ist Johannisbeere. Vom Säuregrad. Geht. Also ich hatte etwas mehr Säure erwartet, also auf jeden Fall schmecken sie sauer, gar keine Frage, aber nicht zu sauer. Also man schmeckt die Säure deutlich raus. Aber sie ist jetzt sehr gut aushaltbar. Also es ist nicht übertrieben sauer. Dann haben wir hier diese hellrosanen. Da haben wir, oh, da haben wir unser erstes Einhorn. Okay.
ist recht weich. Achso, okay. Das hier ist unsere kleine Fee. Also die Figuren finde ich ziemlich gut gelungen. Sieht niedlich aus. Das ist jetzt Himbeere. Ach, ja doch, Himbeere. Schmecken viel saurer als die Johannisbeere. Also da ist schon eine ordentliche Säure drin. Dann haben wir hier die Orangen. Da ist noch mein Einhorn. Und die schmecken auch richtig schön sauer. Das ist die Blutorange. Aber alles aushaltbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, sondern man kann die sehr gut essen mit einer schönen Säure dran. Also auch ein guter Geschmack. Jetzt haben wir hier ein gelbes Herz. Pfirsich ist auch ordentlich sauer. Ja, Pfirsich ist ganz gut sauer. Kommen wir zum Grünen. Ein Stern. Das ist Limette. Die Säure kommt übrigens nicht von dem Fruchtgummi hier drin, sondern das ist diese kleine Zuckersäure-Ummantelung hier. Die ist sehr sauer. Wenn man die einmal so abgelutscht hat, dann... Aber wenn man jetzt nur mit der Zunge einmal darauf geht, dann ist es schon sehr sauer. Und Limette ist auch gut. Und das waren ja schon alle Sorten. Es hat mir gerade so viel Spaß gemacht, die zu testen. Also, ich würde sagen, Limette und Pfirsich und Blutorange. Das sind so die drei sauersten Sorten. Auf jeden Fall, finde ich. Johannisbeere und Himbeere geht. Also schmecken beide gut, aber von der Säure geht. Ja. Das waren Katjes Wunderland. Zusammenfassend würde ich sagen, geschmacklich sind sie gut. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen deutlicheren Geschmack gewünscht. Insbesondere bei den Johannisbeeren und den Himbeeren. Etwas mehr Aroma und etwas mehr Säure. Bei den drei Sorten Blutorange, Limette und Pfirsich ist es sehr, sehr eindeutig vom Geschmack her, als auch ein schöner, ordentlicher Säuregrad. Gefällt mir sehr gut. Probiert es einfach mal aus und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Ist die Johannisbeere und die Himbeere etwas mehr Aroma vertragen hätten können? Und welche haben euch am besten geschmeckt? Ich glaube, mein Favorit ist Blutorange und Limette. Die beiden fand ich schon ziemlich gut. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben
teilt das Video auch gerne und abonniert auch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr zukünftig kein Video mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Moin ihr Lieben. Ich habe wieder eine ganz neue Sorte von Katjes. Katjes Wolke 7.